So, Freunde, das ist ja, wie wir das kennen, ein Hähnchendöner. Natürlich nicht so ein Schrott wie bei Mustafas Gemüsekebab, sondern schön ordentliches Fleisch. Aber, nee, danke, für mich nicht, aber ich mache ja nur YouTube. Aber wenn ihr natürlich wissen wollt, wo es einen richtig guten Döner gibt, wobei das hier natürlich ein 5-Sterne-Luxusurlaub ist, also richtig guter Döner ist auch schon hier. Aber wenn ihr wirklich wissen wollt, wie richtig guter traditioneller Döner ist, wie der schmeckt, wie der aussieht, hier in Antalya direkt, dann guckt mal mit mir. Nee, kommt mit mir mit, dann zeige ich es euch. Guckt euch das an. Echtes Fleisch. Richtig vom Feuer. Iskender. 12 Gramm. So sieht das traditionell aus. Mit Reis, ohne Soße. Und das Fleisch, ich habe schon angefangen. Das ist wirklich der Hammer. So geschmacksintensiv. Das ist richtiges Fleisch. Ihr seht das ja hier nicht mit Hack und so. Sehr, sehr, sehr gut. Noch nie so gutes Fleisch gegessen. Ich muss wirklich sagen, vom Geschmack, wie intensiv das ist, zart dabei. Unglaublich. Unglaublich. Noch nie so etwas Geiles im Bereich Döner, Kebab, wie auch immer, gegessen. Okay, ich glaube, die Kulisse ist einladend. Also dieser Döner, jetzt 3 Tage später oder 2 Tage später, als ich ihn gegessen habe, er bleibt nach wie vor unglaublich in Erinnerung. Das Teil, ich habe noch nie so einen geilen Döner gegessen. Wirklich, das wollte ich schon mal gesagt haben, auch 2-3 Tage später. Das einzige Problem an dem Döner ist, wenn ihr einmal den gegessen habt, wollt ihr keinen anderen mehr. Macht's gut.